Nicht nur, dass es mit diesem Part endlich nach langer Wartezeit endlich weitergeht mit meiner Buchbesprechung zum Jurassic Park Roman von Michael Crichton. Dieses Video ist auch noch auf einer ganz anderen Art und Weise etwas sehr Besonderes, denn ich habe dieses Kapitel für meine Buchbesprechung live auf Twitch mit euch besprochen. In diesem Video präsentiere ich dir also den Ausschnitt aus unserem Livestream, wo wir eben, wie gesagt, zusammen das aktuellste Kapitel besprochen haben. In Zukunft wird das auch erstmal so weitergehen, da ich irgendwie mal vorankommen muss mit der Buchbesprechung. Ich habe die zahlreichen Kritiken von euch gesehen, gelesen und akzeptiere sie natürlich auch. Aus diesem Grund wird jeder Twitch-Livestream, den ich jetzt eben in Zukunft machen werde, mit dem nächsten Kapitel der Buchbesprechung beginnen. Wenn du also Lust hast, live mit zu diskutieren, wenn du das Buch gelesen hast oder einfach nur Interesse daran hast, mit aktiv im Chat dabei zu sein, dann schau doch unten in die Beschreibung, da habe ich dir meinen Twitch-Channel verlinkt. Andernfalls wäre das aber auch kein Problem, weil diese Buchbesprechungen immer nachträglich auch hier auf YouTube hochgeladen werden. So viel eben jetzt zu dem kleinen Vorwort. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass mich auf jeden Fall deine Gedanken dazu wissen. Was hältst du von der Vorgehensweise, das Buch live auf Twitch zu besprechen? In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Das Binnenmeer. Das Kapitel heißt, Moment, nicht das Binnenmeer, sondern die Küsten des Binnenmeeres. Und da kommen doch schon sehr viele Informationen auf einen eingeprasselt. Wir nehmen die ersten, also die vorherigen beiden Subkapitel nochmal mit, weil ich habe nicht gerafft, dass die beiden Kapitel, die davor waren, einmal New York und einmal die Gestalt der Daten. Das sind nur Subkapitel von dem vorherigen Kapitel. Das habe ich aber nicht ganz gecheckt, deswegen habe ich sie einfach als feste Kapitel dargestellt, aber die gehen eben nicht sehr lange. Deswegen packen wir die jetzt einfach noch mit rein in diese Buchbesprechung hier, würde ich mal sagen. Wir fangen jetzt aber erstmal an, darüber zu sprechen, was uns das Buch dann vorweggegeben hat. Denn alles, was wir bis jetzt durch das Buch erfahren haben, wussten wir durch den ersten Jurassic Park Film nicht unbedingt. Laut unseren Wahrnehmungen des ersten Films war es ja so gewesen, dass in der Welt von Jurassic Park gab es Ingen. Das war das Unternehmen, das mit Biotechnologie rumgeforscht hat und ganz speziell mit Dinosaurier-DNA. Im Buch haben wir jetzt aber erfahren, es gibt weitaus mehr Biotech-Firmen, weil die Biotechnologie noch unter keinen Grenzen, also man hat die Biotechnologie quasi kommerzialisiert, aber es gab noch nicht wirklich Regeln, wie man die eben benutzen durfte. Aus diesem Grund sind eben ganz viele Biofirmen aus dem Boden rausgeploppt und haben damit rumexperimentiert. Mit der Zeit ist dann aber Folgendes passiert. Es wurden bestimmte Gesetze und Regeln festgelegt und nach sind dann auch für einzelne Biotech-Firmen wieder zugrunde gegangen, weil die sich eben aufgrund dieser Regeln nicht mehr halten konnten. Dazu zählte laut Buch, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, ich meine mich ja daran erinnern zu können, dass auch Ingen zu den Firmen gezählt hatte, die so ein bisschen am Struggeln waren. Also die waren auch nicht safe, nachdem diese Gesetze durchgegangen sind. Aus diesem Grund musste ja John Hammond dann auch anfangen, die ganzen Untersuchungen und Forschungen so im Hintergrund durchzuführen, damit eben die Regierung davon keinen Wind bekommt. Und dann fangen die ersten Vorfälle an. Ich meine, wir haben dann einmal eine Krankenschwester, die bekommt einen Besuch von einem Team von der Insel, wo man eben nur weiß, dass da eine Firma, eben Ingen, etwas aufbaut. Und die kommen mit einem Helikopter angeflogen und da ist dann jemand verletzt an Bord. Und die Leute sagen aber, nee, das war ein Arbeitsunfall. Die Verletzung stammt von einem Arbeitsunfall. Und Roberta, ist der Name Roberta gewesen? Roberta war, glaube ich, die Krankenschwester oder war es die Hebamme? Die hat dann aber irgendwann festgestellt, ja, irgendwas stimmte aber nicht, weil laut diesen Aussagen war das Ganze eben ein Arbeitsunfall. Und sie findet aber Speichel an der Wunde und die Wunde sieht auch aus wie von einem wilden Tier, als wären es Kratze. Also nach und nach kommt man dann schon auf die Schliche, dass da irgendwas nicht stimmt. Kurz darauf verfolgen wir dann eine Familie, die an einem Strand irgendwo an Costa Rica oder in der Nähe von Costa Rica Urlaub macht. Und da wird dann die kleine Tochter angegriffen. Das ist dann quasi die Szene, die wir auch aus The Lost World Jurassic Park 2 schon kennen. Die ist im ersten Buch mit dabei. Das ist dann quasi der zweite Vorfall, wo das kleine Mädchen Tina von den Kompis angegriffen wird. Und eben auch schwer verwundet wird, weil der Speichel dieser Dinosaurier oder dieser Echsen, wie sie da noch heißen, scheint irgendeine Art von Gift drin zu haben. Das haben wir beim ersten Toten mitbekommen, dass der angefangen hat, Fieber zu bekommen und hat irgendwas ganz, ganz wirr von Raptor erzählt. Und ist dann eben auch durch dieses Fieber dann gestorben, was durch den Speichel in sein Blut gekommen ist. Bei Tina war es ähnlich, sie hatte aber Glück gehabt, dass die Kombis eben sehr klein sind. Und durch diese ganzen vielen Bisse
hat sie auch schon eine sehr starke Konzentration dieses Giftes abbekommen, hat es aber eben überlebt. Also sie ist noch glimpflich davon gekommen und hat den Angriff der Kompis überleben können. Dann, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, meine ich, hat der Arzt, der auch Tina behandelt hat, Dr. Guiteris, meine ich war der Name, hat sich selber zum Strand aufgemacht, um eben nachzuschauen, was die hätte beißen können. Weil Tina hat irgendwie ein Bild gemalt von so einer Echse, die sie gebissen hat. Und diese Echse sah aber auf dem Bild aus wie ein Dinosaurier. Und er hat sich halt gedacht, gut, das kann irgend so ein Basilisk sein. Da müsste man halt nur den Schwanz ein bisschen kürzer machen. Und das Vieh würde eben nicht aufrecht stehen. Also würde eben kriechen, aber dann würde das alles irgendwie passen. Mehr oder weniger. Er hat sich also an den Strand gesetzt und hat überprüft, ob eine neue Spezies oder vielleicht eine alte Spezies an Echse wieder aufgetaucht ist. Die durch die Einwohner irgendwie, es wurde erklärt, dass er vermutet, dass diese Echsenart schon länger existiert, die aber durch die Bauten an der Insel, also durch die Zivilisation, quasi weggedrängt wurde und jetzt aber wieder zurückkehrt. Das war seine Vermutung gewesen. Und dann sieht er einen Brüllaffen auf einem Baum sitzen. Und dieser Brüllaffe hat diese Echse im Mund. Und Dr. Guiteris hat immer gesagt, ja, die Zeichnung von Tina, die ist halt nicht ganz richtig und es ist halt noch ein Kind und die war ja auch im Fieberwahn und die weiß halt nicht genau, was sie gesehen hat. Und plötzlich merkt er aber, Moment, das Tier, das der Affe im Mund hat, sieht exakt so aus, wie die Echse, die Tina beschrieben hat. So, das heißt, wir kommen nach und nach schon mehr auf die Schliche, dass da einfach eben nicht nur Arbeitsunfälle dahinter stecken, es sind eben nicht nur einfach Basilisken. Wir als Zuschauer oder als Leser von einem Buch, das auf Deutsch heißt Der Dino Park, können schon erahnen, worum es da jetzt geht oder was die Angreifer gewesen sein können. Was ich mich immer noch frage, ist, wie kamen die aufs Festland? Dazu kommen wir noch, weil wir wissen ja, dass John Hammond, das wird jetzt im Kapitel auch erwähnt, hat eine Insel gepachtet. Der Pachtvertrag läuft über 99 Jahre, also quasi eine Lebenszeit, dass John Hammond eben damit keine Probleme mehr bekommt. Und dann ist eben nur die Frage, wie kamen diese Kreaturen von der Insel aufs Festland? Da sind wir auf jeden Fall stehen geblieben. Dr. Guiteris hat daraufhin den Affen, der den Kompi im Maul hatte, betäubt mit so einem Betäubungspfeil, hat das Tier aus seinem Mund rausgenommen und hat das eingeschickt nach New York. Jetzt kommen wir zum Thema New York. Das Thema New York, das Unterkapitel heißt auch einfach New York, weil dieser tote Kompi eben nach New York geschickt wurde, zu einem Spezialisten, da gibt es jetzt ganz viele Fachbegriffe, ihr werdet wissen, was ich meine, der sich auf jeden Fall auf diesem Fachgebiet auskennt und eben gucken soll, was das für eine Echsenart ist. Und er untersucht das Tier soweit und ist dann auch ganz skeptisch und guckt dann auch so einen Zettel und sagt, naja, es wurde ja eigentlich schon längst bestätigt von Dr. Guiteris, dass das hier eine Basiliskenart ist. Also warum schickt er mir dieses Tier jetzt eben zu? Und er macht ein paar Untersuchungen und merkt dann, das ist seltsam, dass der Basilisk aber Gift einer Kobra aufweist. Also das Gift dieses Tieres ist eine ganz schwache Variante des Kobra-Giftes. Und da haben wir jetzt auch unsere Antwort, warum die Menschen so allergisch auf diese Bisse von den Sauriern reagieren, weil sie scheinbar eine Art von Kobra-Gift beinhalten. Warum das so ist, werden wir später noch erfahren, bin ich der festen Überzeugung. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, worauf das hinauslaufen wird. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass es eine Art von Kobra-Gift ist, was eben dazu führt, dass es zu Lähmungen kommen kann im Körper oder eben auch zu starkem Fieber, wie wir ja gesehen haben. Und dann fällt zum allerersten Mal der Name Dinosaurier. Denn es kommt eine Gehilfin des Doktors dazu. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr ganz genau. Und die sagt aber auf jeden Fall, nein Quatsch, das ist keine Gehilfin, das ist die Elektroassistentin eigentlich. Deswegen nimmt er sie auch nicht ernst. Und die meint dann, ach guck mal, das ist ja eine Zeichnung eines Dinosauriers. Und der Arzt sagt dann daraufhin, oder der Doktor sagt dann daraufhin, das ist kein Dinosaurier, das ist irgendeine Echsenart. Saurier gibt es ja nicht mehr. Und sie sagt, naja, meine Tochter oder mein Sohn ist auch sehr vernarrt in Dinosaurier. Und der malt genau die gleichen Zeichnungen. So, der Arzt glaubt sie aber auf jeden Fall nicht. Der Doktor glaubt sie aber auf jeden Fall nicht. Und winkt sie dann so ein bisschen ab mit von wegen, ja gut, die hat auch behauptet, sie wäre am Arbeitsplatz mal belästigt worden, hat irgendwie auch keiner geglaubt, da gab es auch nie Beweise zu. Also, weg mit der Alten. Jetzt switchen wir rüber zu einer Stelle, die ich schon mal in einem Video besprochen hatte. Und die Stelle ist wirklich heftig. Wir kommen nun wieder zurück in ein Krankenhaus in der Nähe von Costa Rica, beziehungsweise zu einer Säuglingsstation und bekommen beschrieben, wie eine Hebamme aus dem Zimmer eines Kindes, eines Babys, Vögel zwitschern hört. Und sie ist erst noch ganz glücklich, ne, weil draußen regnet es eben aus Eimern. Deswegen werden sich wahrscheinlich dann Vögel durchs offene Fenster geschlichen haben. Und es bringt aber Glück nach dem Glauben der Costa Ricaner. Ist das ein Name? Der Leute aus Costa Rica auf jeden Fall. Jetzt wird's brutal. Richtig, richtig, Chris Mix. Jetzt wird's brutal. Sie denkt auf jeden Fall, es handelt sich dabei um Vögel, die da fröhlich vor sich hin zwitschern und das eben ein schönes Zeichen ist.
dass das Kind ja quasi unter der Hutsamkeit der Vögel steht. Dann macht sie aber die Tür auf und bemerkt, okay, das sind irgendwelche seltsamen Tiere, weil die eben gelb leuchtende Augen haben, ganz grüne Haut, die sind nackt, stehen eben auf dem Bett des Säuglings und den Tieren läuft Blut aus dem Maul. Sie schauen dann auch direkt zur Tür, als die Tür eben aufgeht und schauen die Hebamme an. Und die erstarrt eben erstmal, weil sie überhaupt nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Sie sieht eben nur das Blut, sie sieht das Kind im Kinderbett und rennt dann eben auch ganz schnell, um diese Tiere zu verscheuchen. Die Kreaturen, wir nennen sie mal noch Kreaturen, hauen daraufhin ab, also die verschwinden daraufhin aus dem Kinderzimmer. Und die Hebamme sieht, dass dem Kind noch ein Teil des Gesichtes fehlt. Ja, ist schon ziemlich heftig, einfach nur krank, du hast recht, ja, das arme Kind ist schon echt widerlich. Die Stelle fand ich auch echt traurig und brutal, aber gut, dass die auch die Gefahren mit eingebracht haben. Ja, definitiv. Es wird ja sogar vorher nochmal erklärt in den Kapiteln, dass ganz viele Vorfälle von Angriffen gerade eben auf Kinder stattfindet. Warum auf Kinder? Weil die Kompis ja sehr klein sind. Das heißt, die Kompis, sehen wir auch in den Filmen, können eigentlich nur Kinder angreifen oder eben auch ausgewachsene Menschen, wenn die am Boden liegen. Aus diesem Grund haben wir da schon ein Foreshadowing bekommen. Jetzt hat sie eben ein armes Kind ein Säugling erwischt. Und es ist nicht mehr Roberta. Es ist auf jeden Fall eine Hebamme. Die sieht eben gerade noch, wie einer der Kompis dem Baby ein Stück Fleisch aus dem Gesicht rausreißt und dann rennen die eben raus in den Regen. So, jetzt haben wir da halt ein totes Kind. Was macht die Hebamme daraufhin? Sie versucht nicht mal mehr irgendwie zu erklären, was passiert ist, weil sie geht direkt davon aus, ey, was ich gerade gesehen habe, ich kann es selber nicht beschreiben. Es waren ja keine Vögel. Für Eidechsen waren die auf jeden Fall zu schnell. Sie kann selber nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Also erklärt sie den Eltern, das ist eine Totgeburt. Oder es gibt ja Kinder, die irgendwie mit der Zeit relativ früh im Stadium, nachdem sie geboren wurden, aufhören zu atmen und dann eben sterben. Das ist sehr selten, aber es ist dann doch häufiger. Also man kennt diese Art zu sterben bei Neugeborenen. Kindstod, danke, Kindstod. Genau, und deswegen behauptet sie einfach, es war ein Kindstod. Sie erzählt ihrem Vorgesetzten aber noch eine andere Geschichte. Ich weiß gerade nicht mehr, was sie ihm erzählt hat. Hat sie ihm erzählt, es war eine Krankheit, aufgrund dessen, dass man dann nachweisen kann, ja, es war ja der Speichel von den Tieren da drin, irgend sowas. Auf jeden Fall lügt sie eben, weil sie selber nicht wahrhaben kann oder sich selber nicht erklären kann, was da jetzt gerade passiert ist. So, jetzt haben wir also schon ganz viele Vorfälle. Das heißt, was auch immer da passiert ist, wie auch immer die Tiere an Land gekommen sind, es ist auffällig, dass es sich anscheinend nur um die Kompis handelt. Die sind anscheinend auf Festland gekommen und kein anderer Dinosaurier, bis jetzt zumindest. Das Szenario schwenkt um und wir befinden uns jetzt an der Stelle, wo wir auch quasi im Film sind, nachdem wir den Prolog gesehen haben, nämlich bei Dr. Alan Grant und seinen Ausgrabungsstätten. Und hier muss ich sagen, mir haben einige von euch schon gesagt, dass die Charakterisierungen sich sehr unterscheiden zu denen, wie sie eben im Film dargestellt werden. Aber ich muss sagen, ich habe das mir nicht so krass vorgestellt. Also ich habe von Dr. Alan Grant im Buch ein ganz anderes Bild als von dem Mann aus den Filmen. Warum, das erkläre ich gleich. Also wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Ausgrabungsstätte von Dr. Alan Grant, die wir eben auch aus dem Film kennen. Ja, das ignorieren wir einfach mal ganz kurz. Auf jeden Fall ist das nahezu exakt dieselbe Szene, die wir eben auch aus dem Film kennen. Mit einem Unterschied, Grant wird vorher noch von jemand anderem als John Hammond besucht. Wir kennen es ja aus dem Film, dass die gerade alle bei der Ausgrabung sind. Sie finden neue Skelette. Grant belehrt einen Jungen über einen Velociraptor. Hier im Buch passiert vorher etwas anderes. Und zwar Alan und Ellie sind weiter auch bei Ausgrabungen beschäftigt. Und plötzlich fährt aber ein Auto vor. Ich meine, es wäre sogar ein Rolls-Royce. Auf jeden Fall bekommt Grant, noch bevor Hammond überhaupt auftaucht, Besuch von einem Mann, der ist bei der Umweltschutzbehörde. Und der stellt ihm ganz viele Fragen. Da geht es dann auch darum, wo er denn seine ganzen Finanzierungen her hat. Weil jemand finanziert eben auch die ganzen Ausgrabungen von Alan. Und wir kennen das ja auch, dass Grant eigentlich alles für Geld macht, das seine Ausgrabungen finanziert. Das ist in Jurassic Park 1 so, es ist in Jurassic Park 3 so. In Jurassic World Dominion geht er einfach so mit, da ist dann eh alles egal. Und hier werden dann eben Fragen dazu gestellt, okay, wissen Sie eigentlich, wo diese Finanzierungen herkommen? Und Grant sagt halt so, ja, die kommen von John Hammond, dem Multimilliardär. Und dann werden viele Fragen zu John Hammond gestellt. Und nach ergibt sich dann so ein Bild, dass John Hammond sehr viele seltsame Aktivitäten macht. Zum einen unterstützt er in der Regel nur Ausgrabungen in kälteren Ländern, also mehr in Nordländern. Weniger im Süden. Ja, so Grant gräbt aber im Süden aus. Warum er finanziert wird, erfahren wir gleich auch noch. Warum aber unterstützt John Hammond eher Ausgrabungen im Norden? Weil
gerade auch Nordsee und so ein Kram. Im Norden, im Wasser, findet man sehr häufig Bernstein. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr auch genau, worauf das Ganze hinausläuft. Wenn nicht, bin ich erstmal noch ruhig. Ich denke aber mal, die meisten, die hier sind, werden den Film eh kennen, warum Bernstein ein ganz wichtiges Stichwort ist. John Hammond hortet also Bernsteinfunde. Und der Typ von der Umweltschutzbehörde sagt dann auch, ja, er versteht halt nicht, warum er das macht, weil Bernstein hat weder einen besonderen Wert, noch ist irgendwie militärisch einsetzbar. Also er versteht halt nicht, warum John Hammond Bernstein hortet. Zumal man die Substanz wohl auch chemisch herstellen kann. Und das wird dann nachher eben noch alles aufgelöst. Grant beantwortet dann daraufhin alle Fragen, die ihm gestellt werden, in Bezug auf John Hammond. Auf die Finanzierung wollte ich eingehen, genau. Warum wird ein Alan Grant von John Hammond finanziert, obwohl der ja aber anscheinend nur Ausgrabungen finanziert, die im Norden, im Kaltgewässer liegen? Ja, also in Kaltregionen wird es gesagt, genau. Kaltregionen, nicht Kaltgewässer. Das wird dann so erklärt, dass Dr. Alan Grant, was wir auch aus dem Film so ganz nebenbei mitbekommen, der ist ein sehr bekannter Archäologe. Also der ist für seinen Wissensstand eben einfach bekannt. Und hier erfahren wir jetzt auch warum. Alan Grant hat nämlich einen Fund gemacht, der damals belegt hat, dass viele Dinosaurier Herdentiere waren. Das wird im Film mal ganz kurz angerissen. Hier wird aber ganz genau erklärt, dass er deswegen so eine berühmte Persönlichkeit ist. Deswegen sucht auch jeder Dr. Alan Grant auf. Im Film versteht man das vielleicht gar nicht so ganz genau, warum im ersten Teil John Hammond Alan Grants Meinung haben möchte, warum nicht die von jemand anderem. Warum möchte im dritten Teil Paul Kirby, dass Alan Grant mitkommt und nicht jemand anderes? Weil Grant eben dafür bekannt ist, dass er immer diese... Er macht eben immer sehr neue Entdeckungen. Und hier hat er eben entdeckt, dass diese Schnabelsaurier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, dass die aber auf jeden Fall in Herden sich bewegen. Und daraufhin wurde er eben ein ganz berühmter Mann, auch gerade eben in der Wissenschaft, weil die Wissenschaft ist auch im Buch jetzt darauf fixiert, was in der Vergangenheit passiert ist. Weil man eben merkt, okay, wir können aus der Vergangenheit lernen, was das Wetter angeht, was generell Klimaveränderung angeht. Das können wir alles aus der Vergangenheit mitnehmen. Darum sind die Paläontologen zum Beispiel auch so anerkannt in dieser Welt generell, weil die eben aus der Vergangenheit sehr viele Ressourcen ausschöpfen und eben erklären können, was dann da passiert. Edmontosaurus, genau. Danke. Edmontosaurus war das gewesen. Den sieht man übrigens auch sehr cool in der neuen Apple TV Plus Serie Prehistoric Planet. Kingdom war das Spiel. Planet war die Serie. Deswegen ist er halt aber so ein berühmter Paläontologe, weil er eben diese Entdeckung gemacht hat. Deswegen wird er von John Hammond mitfinanziert. So, warum aber genau Dr. Alan Grant und warum dieser Wissensstand für John Hammond so wichtig ist, erfahren wir auch kurz danach. Der Anwalt Donald, den Namen müsst ihr mir jetzt mal schreiben, wie der mit Nachnamen nochmal hieß, auf jeden Fall der Typ, der später auf dem Klo gefressen wird, der telefoniert sehr oft mit Dr. Alan Grant und fragt ihn halt ganz, ganz seltsame Sachen. Also der ist sehr neugierig darauf zu wissen, wie bestimmte Arten von Dinosauriern denn gefüttert werden, wie verhalten die sich in bestimmten Herden, kann man vielleicht auch die Saurier, mit den Sauriern haben die vielleicht damals zusammengelebt, wir als Zuschauer oder als Leser wissen natürlich, dass Mr. Gennaro, danke dafür, Donald Gennaro, diese ganzen Fragen stellt, damit John Hammond später den Park besser einordnen kann, ja, damit er halt auch weiß, okay, der T-Rex sollte man den vielleicht nicht mit einem irgendwas zusammensetzen. Deswegen stellt er dem Dr. Alan Grant diese ganz vielen Fragen. Der Umweltheini geht dann auf jeden Fall wieder weg und hat seine Antworten mehr oder weniger auch bekommen und entscheidet sich dann eben dazu, Dr. Alan Grant nochmal eine Karte dazulassen. Also er meint halt, er meldet sich dann irgendwie nochmal und dann bekommt Ellie einen Anruf von jemandem und sagt dann eben, Alan, jemand braucht deine Expertise, es geht hier um den Fund von etwas. Und da geht es um den Fund von der Kreatur, über die wir gerade davor gesprochen haben, nämlich von dem kleinen Kombi, der von dem Affen gefressen wurde. Damit endet dann dieses Kapitel auch. Und ich muss wirklich sagen, ich fand es sau interessant zu sehen, warum Dr. Alan Grant in diese Geschichte mit eingewoben wird. Das ist sehr clever geschrieben, dass der komplette Anfang, der komplette Prolog mit den Unfällen, die passiert sind, mit den Saurierangriffen, die passiert sind, führen dann im Endeffekt alle dazu, dass Dr. Alan Grant von beiden Seiten aus kontaktiert wird. Einmal von Ingen aus, die eben wissen wollen, wie die Saurier früher gelebt haben, wie man die am besten oder was die am besten gefressen haben. Das heißt, hier ist er auf der Seite von oder hier gibt er Informationen weiter an Ingen. Auf der anderen Seite wird er aber jetzt kontaktiert von der Gegenseite, die herausfinden wollen, was da gerade wirklich abgeht. Und diese ganze andere wissenschaftliche Perspektive von den Ärzten, die fehlt uns natürlich komplett im Film. Kommen wir mal ganz kurz zu den Charakteren an sich.
Alan Grant und Ellie Sattler. Ich finde es, ja, es ist wirklich, es ist, ich finde Ellie vielleicht sogar noch ein Stück weit heftiger im Buch beschrieben als Alan. Grant kennen wir ja mehr so auch als den, er ist kein Gentleman, er ist auch oftmals genervt von allem, er findet irgendwie alles blöd, er mag keine Kinder. Das passt dann schon. Im Buch wird er aber als jemand beschrieben, der breit gebaut ist, mit einem wuschigen Vollbart, und es wird sogar ganz kurz angedeutet, dass er und John Hammond sich vom Gesicht her ähnlich sehen. Es ist halt null in den Filmen so. Da ist Grant ja weder bärtig, noch ist er breit gebaut, noch sieht er John Hammond ähnlich. Und da habe ich mir gedacht, okay, Jurassic World geht ja öfter mal auf bestimmte Sachen aus den Büchern ein, die in den vorherigen Filmen nicht unbedingt eingebaut wurden. In Jurassic World Dominion sehen wir Dr. Alan Grant mit diesem Holzfällerhemd, was vielleicht auch so ein bisschen auf den breit gebauten Grant aus dem Buch eingehen soll, und eben mit Vollbart. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein kleiner Hink Richtung Buch gewesen ist. Noch dazu sagt Grant ja in Jurassic World Dominion zu Ellie, willst du ein Bier trinken? Auch das haben wir im Buch. Da wird nämlich der Umweltschützer, der bekommt ein Bier angeboten. Im Gegensatz zu Jurassic World Dominion, wo Ellie das Bier aber ablehnt, trinkt er das dann eben auch. Ellie bekommt auch ein Bier in die Hand. Und wie würdet ihr jetzt Ellie einschätzen? Also was meint ihr, wie würde die Ellie aus dem Film jetzt dieses Bier trinken? Wenn ich das schon so blöd frage, wisst ihr wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Die äxt das einfach mal weg. Ellie Sattler äxt das Bier einfach weg. Während da Besuch von der Umweltschutzbehörde dabei ist. Und die reden über auffällige Finanzierungen, die Dr. Alan Grant und seine ganze Ausgrabungsstation von einem zwielichtigen Milliardär bekommen haben. Ja, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Habe ich mir auch gedacht, ist Ellie in den späteren, ist im Verlaufe des Buches, ist die einfach mehr Assi drauf als jetzt im Film, oder war das so eine einmalige Sache? Ich habe mir auch gedacht, von der Charakterisierung her ist das schon sehr, sehr, sehr anders. So, bleiben wir gerade mal bei dem Bier. Der Umweltschützer, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ihr wisst, wen ich meine, fragt auch noch nach, seit wann Dr. Alan Grant und seine gesamte Gruppe denn jetzt hier an dieser Ausgrabungsstätte ist. Alan Grant antwortet daraufhin, seit ungefähr 60 Kästen. Und dann schaut der Typ ihn halt an und sagt, ich verstehe das nicht, wie seit 60 Kästen. Und dann sagt Alan, ja, wir messen jede Ausgrabungsstätte, die wir beginnen, nach den Kästen Bier, die wir hier trinken. Wir fangen bei 100 an und jetzt sind wir nur noch bei 60. Das heißt, die haben einfach 40 Kästen Bier gesoffen. Und das von diesen beiden Figuren, die du im Hinterkopf aus den Filmen hast, so als diese Vorzeigefiguren eigentlich. Dr. Alan Grant, der Typ, der ist halt schon sehr mürrisch, hat aber auch seine Prinzipien. Ellie Sattler ist so die Vorzeigefrau eigentlich. Und hier sind die beiden anscheinend dem Bier nicht gerade abgeneigt. Also, Ellie äxt das Bier weg, während fremder Besuch da ist, der sie verdächtigt, seltsame, mysteriöse Zuschüsse zu bekommen von einem Milliardär, der seltsame Zuschüsse bekommt. Und Alan erklärt kurz darauf, wir messen unsere Tage anhand der Bierkästen, die wir hier vernichten. So, da habe ich aufgehört zu lesen. Da ist dann auch das Kapitel erstmal vorbei. Und ich habe mir gedacht, ich finde es sehr interessant. Also zum einen finde ich es sehr interessant, wie die Figuren beschrieben werden. Ihr habt mich schon darauf hingewiesen, dass auch John Hammond ist wohl anders charakterisiert worden in den Büchern. Die sind wohl alle sehr viel rauer und sehr viel unangenehmer. Ähnlich wie auch bei Game of Thrones. Das heißt, wir haben hier nicht so wirklich diese Vorzeigefiguren. So habe ich das zumindest verstanden. Und nach dem Kapitel jetzt hier habe ich wirklich gemerkt, was ihr damit meint. Die Figuren sind wirklich extrem anders beschrieben. Ich bin sehr gespannt, wie es wirklich weitergeht, gerade mit Alan, ob dieser Zwist nochmal gebracht wird, dass er jetzt ja scheinbar Auskunft gibt eben an diese Wissenschaft, also an die Öffentlichkeit, gibt er Auskunft über diese Kreaturen, die eben gefunden werden. Auf der anderen Seite bezieht er aber seine Gelder von dem Mann, der diese Kreaturen züchtet. Ist eigentlich eine sehr coole Story und ich sage immer wieder, wenn ihr Jurassic Park wirklich remaken wollt, dann macht das Buch einfach. Daraus eine Serie zu machen, das Buch 1 von mir aus schon in 2 Staffeln einzuteilen und diese ganzen Geschichten mit einzubauen. Ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht mit Ian Malcolm und Co., ob die auch noch mehr Backstory bekommen werden. Der wurde nämlich auch genannt. Biosyn wurde erwähnt, Louis Dutchton wurde schon erwähnt. Bei Biosyn haben wir jetzt erfahren, dass die Firma mit Viren experimentiert und diese Viren aber so umkonzipiert, dass sie auf den Menschen über die Atemwege übertragbar sind, was vorher eben nicht der Fall gewesen ist. Und aus irgendeinem Grund kann man Biosyn aber nichts anhaben. Also die Regierung kommt an Biosyn nicht ran. Und da hat irgendwas auch Louis Dutchton damit zu tun. Der wird auf jeden Fall jetzt schon erwähnt, der Name Louis Dutchton.
wenn du überlegst, dass Louis Dutchen einfach in den Filmen gar keine Rolle gespielt hat. Dass man jetzt wirklich merkt, dass der jetzt schon aufgebaut wird. Die haben jetzt schon den Namen Biosyn das erste Mal gedroppt. Wir haben jetzt schon erfahren, wie skrupellos Biosyn ist, dass die wirklich mit Viren experimentieren. Scheinbar für, ey, ich muss jetzt hier wirklich nur eine Theorie von mir, das ist jetzt kein Fakt, weil ich weiß es nicht, wie das in den Büchern alles ausgeht. Wenn die aber Viren züchten und die so manipulieren, dass die auf den Menschen übertragbar sind, dann wahrscheinlich für militärische Zwecke, könnte ich wetten, für Waffen oder irgendeinen Kram. Ellie ist die Beste und bei jedem Bier so zur Mitte, zur Titte, zum Zack, Zack, Zack. Ach, der Buchbesprechung. Mit der sind wir jetzt nämlich gerade eigentlich durch, zumindest mit dem Kapitel von der Buchbesprechung.